Mal zum Testen. Oh, jetzt ist dunkel, jetzt ist dunkel. Nur ein paar Fackeln stellen wir mal auf. Was? Habt ihr die Schildkröte gesehen? Ist hier noch ein Wassereimer? Was brauche ich? Hier noch ein Wassereimer und da noch ein Wassereimer. Fließt das Wasser jetzt wunderbar. Wie ausgerechnet, ha? Ruhe. Was kriege ich von denen? Turtle Meat. So. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier höher. War das genau an der Kante, oder? So, so war das, ne? Und alle ab. Oh man, eine Fackel her. Dass man hier wegen was sieht. Wenn ich baue. Ich habe nicht gemerkt, mit dem Shader ist es nachts nicht sehr dunkel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Dann kriegen wir nicht endlich auch mal ein paar EPs, ohne dass wir großartig immer unsere Ausrüstung reparieren müssen, weil alles kaputt ist. Bis auf Schuhe, die gehen ja eh immer kaputt. Schuhe, Helm, habe ich festgestellt, geht sehr schnell kaputt, wenn man keinen Schaden nimmt. Dann müsste das eigentlich, dann muss ich halt noch überall die Ebenen zwischenziehen. Ich glaube, das müsste dann ein guter Mob-Spawner sein. Der müsste dann schon effizient sein. 1, 2, 3, 4. Oder? Was sagt ihr? Leute, redet mit mir. Klappt. Fließt nicht runter. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Das funktioniert schon. Wir müssen halt nur schauen, dass die Mobs nicht zu viel Schaden nehmen. Also wir dürfen nicht zu... Nicht nur ein Mob-Spawner, eine Mob-Falle ist es, sondern es auch für mein Pferdchen eine Falle. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee. Wenigstens haut es jetzt nicht mehr ab. Ich glaube nicht, dass es intelligent genug ist, danach zu laufen. Das Vieh ist ja recht dämlich, haben wir festgestellt. Baue ich hier jetzt auch mal zu. Ich weiß nicht, soll ich aus den Ecken dann auch noch hier Wasser fließen lassen, dass es... Aber ich glaube, dann ist fast wenig Fläche da zum Spawnen. Was sagt ihr, wenn ich jetzt noch in den Ecken Wasser von runterlaufen lasse? Das ist fast ein bisschen wenig Fläche zum Spawnen da, ne?
Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich weiß nicht, vielleicht bauen wir auch eine Automatik rein, dass die vielleicht kaputt gehen. Also, dass man nur die Drops dann unten bekommt. Dass man da vielleicht eine Automatik reinbaut. Kann man ja auch machen. Über die Trichter vor allem bleiben die Rohstoffe dann, kann man es ja, wenn man die Automatik einstellt und dann mal abhaut, könnte man ja das auch automatisieren. Dass man halt automatisch die Drops von den ganzen Mobs kriegt. Wäre auch lustig. Also halt. Ah, das können wir zum Schluss machen. Jetzt bauen wir erstmal hier den Mob-Spawner. Fertig. Müssen hier mal etwas. Zack, 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 zack. Weitermachen. Nicht immer. Deswegen habe ich auch mal die Mobs ausgeschalten, dass man hier auch mal wirklich vorankommt. Ich möchte noch etliches bauen. Ich glaube, wie habe ich das da hinten gemacht? Mit der hinteren Reihe verbunden. Wir werden wieder mehr Erde haben als sonst was. Oh! Eine unterirdische Höhle entdeckt. Vielleicht mal, vielleicht ist ja was drin oder nicht. Ich muss mal gucken, wie viel drin ist. Vielleicht geht es ja weiter. Naja, schade. Nur ein kleiner unterirdischer See. Sorry, Baum. Hier auch mal wieder Fackel hier setzen. Buddeln und buddeln und buddeln. Wir buddeln. Hey Leute, wir buddeln heute schon wieder ganz viel, hä? Wir buddeln viel, ich weiß schon. Aber wir schaffen uns halt die Welt so, wie wir sie uns vorstellen. Das ist ja in Minecraft im Grunde, finde ich, eins mit von den schönen Sachen, die du machen kannst hier wirklich. Du machst dir die Welt so, wie du sie dir vorstellst und reißt ab, baust und alles drum und dran. Das ist ja mit eins von den schöneren Sachen hier in Minecraft. Minecraft, muss ich ehrlich sagen, fällt mir bis heute noch. Ich spiele es ja auch mittlerweile recht lange. Fällt mir heute immer noch, weil du hast vollständige Entscheidungsfreiheit. In den meisten Spielen hast du ja immer irgendwie einen Leitfaden, wo du dich dran halten musst und wo du auch das und das machen musst. In Minecraft wirst du einfach in eine Welt gesetzt und gesagt, mach. Deswegen ist Minecraft mit eins meiner Lieblingsspiele. So, und dann schauen wir uns das mal an. Also hier ist viel Platz zum Spawnen. Wirklich viel Platz. Und hoffentlich werden sich dann auch ein paar Mobs hier in das Loch verirren. In das Wasser hier verirren.
könnten, ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt halt hier noch nach innen laufen lasse, das Wasser, wenn ich das wirklich jetzt noch bis hier rein laufen lasse, da die Mobs, ob das runterspült oder die Mobs wirklich dahin gehen. Sind hier eine Menge Schildkrötenlocher. Sorry Baum, du musst auch dann glauben. Meine Arme sind wieder mal zu kurz. Habe ich eigentlich doch eine gute Gegend ausgesucht zum Bauen für das Zeug. Das ist eigentlich. Ich habe jetzt gedacht, wir müssen hier viel mehr wegrupfen und alles. Aber anscheinend ja nicht. War jetzt voll spontan auch, muss ich sagen, das Ding hier zu bauen. Ich habe mir eigentlich viel mehr aufgeschrieben, was ich heute mache. Im Mob-Spawner dauert ja meistens recht lange, bis man den gebaut hat. Aber das geht doch recht fix. Lass mich da bauen. Blöde Lianen. Zumindest halt die Ebene, schon mal die Falle selbst. Das Wichtige an der Falle kriegen wir ja recht schnell gebaut. Sehe ich gerade. Mist. Den Rest bauen wir halt dann aus dem anderen Holz, ist ja egal. Muss ja eine. Ist ja eh dunkel und da wird ja dann eh nie einer reinschauen können. Das ist ja komplett geschlossen dann. Die Mobs kommen ja alle dann in die geschlossene. In Zwangsjacken und allem drum und dran. Wobei ich glaube, er hat da gehöre ich hin. Nein. Nicht die Mobs. Jetzt haben wir natürlich hier das Problem, dass ich da etwas in der Luft hänge. Vom Bauen her. Können wir nicht zu schnell bauen. Auch schon wieder kein Holz. Ich weiß auch, wie man das schön verkleiden. Haha, ich habe eine Idee. Wir machen hier außenrum ganz normal wie ein Haus und dann außenrum noch mal Erde oder ein Berg draus. Ich weiß nicht. Irgendwie sowas hätte ich jetzt gesagt. Ausschaut von draußen wie so ein Berg. Möchte ich jetzt auch nicht unbedingt raus reinfallen. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und hüpf. So.
Mein. Ah, die erste Stufe hat's erklungen. Das Viech ist echt. Ups. Dämlich. Die Erde wieder raus und ich werde noch mal so ein Ding auflösen. Da haben wir jetzt eigentlich unser ganzes Birkenholz mitgenommen, oder? Ich weiß es schon nicht mehr. Haben wir da jetzt das ganze Birkenholz mitgenommen oder nicht? Denk schon. Ja, das wird schon klappen mit dem mit den Mobs hier, ha? Wird schon klappen. Also ich hoffe es. Ja, es muss schon klappen. Eins, zwei. 3, 4, 5, 6, 7. Brauchen wir etwas Licht? Ist mal irgendwie voll. Oh, mein Invi ist voll. Lass mal die Erde hier rein, braucht ja eh keiner. Brauchen wir alles nicht mehr. Ich muss sagen, der Backpack-Mod ist auch echt für so Sachen, wie wir bauen und alles, echt vorteilhaft. Man hat einfach viel mehr Platz im Inventar und das kann man mitnehmen und problemlos. Ich glaube, damit könntest du auch richtig ein Unendlich, so ein riesen Unendlich-Lager bauen. Ups. So eine Art Unendlich-Lager könntest du damit bestimmt auch bauen. Weil wenn du jetzt in der Truhe 100, eine Doppeltruhe komplett voll machst mit solchen Rucksäcken, es gibt ja auch noch größere Rucksäcke, ich habe noch nie rausgefunden bis jetzt, wie man die baut. Wenn du so eine Doppeltruhe voll machst mit solchen Rucksäcken,